favor. Bilhete, por favor. Bilhete, por favor. Vas. Como estás? Harbendi. Bilhete, por favor. Para sua informação, Desmond Miles, o homem exibido nos cartazes, é perigoso. Aquele cara tá maluco. Da habe ich meinen Namen gehört. Se ohne Name Desmond Miles. Desmond Miles. Keine normale Security. Bald keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Desmond Miles. Das bin ich. Desmond Miles. Das bin ich. Selbst in Brasilien kennt man mich. Cool. Weltweit bekannt. So, hier. Genau. Und dann kann ich hier. Jetzt darf ich nur nicht entdeckt werden. Auf den letzten Metern, das wäre äußerst ärgerlich. Genau, geh dem Abstergo-Kollegen mal hinterher. Genau. Hoch hier. Estadio. Oh, oh. Dein Ziel ist definitiv in der VIP-Zone. Der Eingang ist am Ende dieser Halle. Ja, nur wäre es mal richtig cool, wenn ich, Oh, da Moment, da nähert sich ein Huster an. Oh je, ein Mega-Huster. Und jetzt habe ich auch noch ein Piepen im Ohr. Oh Mann, ist das kacke. Und das kommt nicht vom Spiel. Ah, jetzt ist es weg, gut. Ah, ay, caramba. ¿Cómo estás? ¿Cómo establece? Ich muss sehr schnell. Umbregado. Umbregado. Ich muss in Stadio rein. Ah, hi. Na, alles klar. Du, ich bin Desmond Miles. Ich bin Desmond, also wenn das Ganze vorbei ist, können wir uns aber irgendwo treffen. ¿Cómo estás, señorita? No? Oh, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Ist er auf dieser Seite oder auf dieser Seite? Weiß ich auch nicht. Oder da hinten die Tür? Ne. Das ist da. Kommt ja wieder zum Metro, bestimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Weg hier der richtige ist. Ich glaube aber schon. Ganz schnell, ganz schnell. Hier ist aber auch überall Security. Egal, wo du hinguckst. Security, Security. Überall Security. Gehen wir in die U0 in Hospitales. Ich geh jetzt einfach hier mal in die Menschenmenge. Der am Eingang dieser Halle. Nicht vermutlich, ich könnte sie umgehen. Dann würde ich mich jetzt hier verstecken. Natürlich, sofort. Sofort, wenn wir diesen Mann sehen. Also hier ist jetzt nichts. Super. Wo ist der Kontroll... Ist der da unten? Wo ist denn der Kontrollpunkt? Wo ist der Kontrollpunkt? Bleib schön in der Menge, dann ist alles okay. Oder los, versteck dich außen herum. Oh. Im Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkelrennen? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Die sind zeit- und kosteneffizient. Der kommt da jetzt. Ich sehe hier nicht mal eine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Würdest du? So. Auch ein Mann muss mal Wasser lassen. Oh, oh. So. Wo? Wir haben deine Spuren. Gut, hier, hier haben wir jetzt gespeichert. Wo geht es denn hier lang? Suador Vitoria. So, einmal hier verstecken. So, wo ist denn der Eingang dieser Halle? Hier waren die Toiletten. Obrigado. Können wir hier rein, por favor? Ist das ein Fußballstadion? Ne. Scheint wohl nicht so. Scheint wohl irgend so eine Kampfsportarena, so eine Boxarena oder es ist so ähnlich zu sein. Da, VIP. Ha. Ich komme näher. Scheiße. Noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Die Security ist hier zu dicht.
vielleicht außenrum. Gehe ich hier außenrum? Ich rate Ihnen, ruhig zu bleiben. Gut, hier sind wieder Typen. Hallo. Ich möchte nicht weiter stören. Diese scheiß Kerle. Was machst du denn hier? Ach, bist du süß, kleine Misthöhle. I don't speak any Portugiesisch now. So, können wir hier rüber? Jawoll. Oh, sind das für Typen? Sie ist meine Schwester, Mann. Wo? Wie, hast du die gerade durchgenudelt? Ach nee. Ich dachte schon. Gut, hier rein? Nein, gut ist. Also geht's so hier rein. So, keine Security, das ist doch schon mal super. Aha! Andere Seite? Weißt du, sie ist nur auf der anderen Seite, als ob hier keine Security mehr wäre. Ah, ist das alles kacke. Also, auf jeden Fall sind wir schon mal in der VIP-Lounge. Das ist schon mal gut. Da sind schon zwei Gaffer. Ich habe keine Probleme. So, jetzt warte, bis der Typ sich da mal umdrehen tut. Please turn your body around and come over to me. Yeah, right now. Hallo, alles klar? So, dann wollen wir weitergehen. Gut, er sieht mich nicht. So, kann ich mal? Darf ich mal? Darf ich mal? Die Stege. Aha! Hä? Ach, die hier oder was? Was ist denn das hier? Eine Boxarena, sowas ähnliches wie bei UFC, ne? Heißt es doch, genau. Nun nicht verwechseln mit KFC. So, so good. So, auf die andere Seite. In einem der Räume da oben. So, wo sind die anderen? Da oben. Da ist die andere VIP-Lounge. Sieht man noch gar nicht. Nur irgendwie fällt den Zuschauern auch gar nicht auf. Wir sind zu sehr verwickelt. Keine Security hier. Okay. Hier vielleicht? Keine Security. Ich guck nochmal hier. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ah! Was ist mit dem kaputt? Und hinterher, komm. Na komm, das lassen wir uns noch nicht entgehen. Das lassen wir uns noch nicht hier gehen. Weg da! Die verstehen nur kein Deutsch. Weg da! Halte den Kerl! Halte diesen Mistkerl da auf. Komm! Komm her. Zack. Was machen die denn jetzt hier? Helft mir, diesen Typen hier zu kommen. Der hat irgendein Artefakt. Irgendein Artefakt hat der. Alter. Lass mich in Ruhe. Ay caramba. Alter. Komm her, Junge. Komm her. Zack. 3 gegen 1, das ist doch für mich gar nichts. Hier, hör mal, du kriegst auch noch einen auf den Sack. Zack. So. So, haben wir den jetzt endlich? Oder ist er immer noch? Also, er liegt am Boden. Okay, das ist schon mal gut. Zack. So, du bist auch erstmal down. Und jetzt das Artefakt her. Los. Da ist er. Oh nein. Komm da. Como estás? Ah! Ay caramba. Ah, Mama Mia. Lass mich durch. Ich muss in den Zug. Und die Typen, die kommen. Oh nein. Ich habe kein Problem. Was haben die denn da? Behindertenstäbe?
Ah, oh, geschafft. Hi, Karamba. Ah, oh, Gott sei Dank. Alles scheint vorbei. Alles gut gelaufen, wir haben unser Artefakt. Die Security hat uns nicht erreicht, konnte uns nicht erwischen. Puh. Und Papas Liebling. Zurück im Auto. Zurück in den Versteck. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Also ich würde erst die Energiequelle hier, wie macht man das? Also, was gibt's Neues? Hast du bei der Erkundung etwas Interessantes erfahren? Die haben zum Ende hin echt abgefahrene Sachen probiert. Die wollten sich neue Körper schaffen und ihren Verstand in Computern speichern. Fehlschlag auf Fehlschlag. Muss hart für sie gewesen sein. Das macht mir auch Sorgen. Ich meine, die sagen, hier wäre etwas, was uns hilft, aber was? Warum ist es weggesperrt, wenn es das ist, was wir brauchen? Vielleicht ist es gefährlich. Vielleicht wollten sie sicher gehen, dass nur du es erreichen kannst. Das ist die andere Frage. Was macht mich denn so besonders? Das werden wir wissen, sobald wir die Tür öffnen. Die Tür? Ich gehe zurück in den Animus. I go back in the Anno. Sieh mal an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Nein. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Mach du das mal, ich hab keinen Bock nach Kairo. Ich bin dann soweit, Desmond. Ich auch. Also, schreien damit. Die Luft ist still und voller böser Vorahnungen. Die anderen spüren es auch. Zurück in den USA. Und im Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst. Und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen. Aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler. Und wir streiten jeden Tag.